Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate vom 29. Juli bis zum 3. August 2019. Die heißen Wochen sind jetzt endlich vorbei. 40 Grad werden so schnell jetzt nicht mehr erreicht werden. Die Temperaturen, die klingen langsam ab. Am morgigen Montag werden im Norden und Nordosten noch vereinzelt ein paar Gewitter auftreten. Sonst ist es recht wolkig bei 19 bis 32 Grad. Am Dienstag bei 21 bis 32 Grad auch übergehend wolkig, nur in der Mitte des Landes und im Nordosten können ein paar Schauer auftreten, sonst ist es recht wolkig. Am Mittwoch wird es nochmal ein Stück angenehmer mit 20 bis 29 Grad höchstens, wolkig mit ein paar vereinzelten Schauern, die sind aber nicht größtenteils vertreten. Es werden maximal in den 3 Tagen 5 bis 20 Liter erreicht. Aber das kann auch nur örtlich auftreten. Die Dürre bleibt weiterhin bestehen, auch wenn es die Aussichten im August nicht so ahnen lassen. Es wird wieder jeden Tag immer mal schauern, aber größtenteils bleibt es trocken und wolkig. Die Schauer halten sich doch in Grenzen und es wird nicht großflächig Niederschläge zu erwarten sein. Denn am Donnerstag werden 27 bis 18 Grad erreicht, am Freitag 25 bis 19 und am Samstag 24 bis 17. Es wird ein wenig angenehmer werden, aber das ist völlig normal für den mitteleuropäischen Sommer. Das war's mit dem Wetterupdate. Wir hören uns demnächst wieder. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart und sage Tschüss und Bye-bye, euer Cedric.